Hallo liebe Nordhäuser und hallo liebe Gäste, die Nordhäuser besuchen wollen. Wir sind in der Vorweihnachtsstimmung und wie ihr sehen könnt, bauen wir gerade ganz fleißig unseren Nordhäuser Weihnachtsmarkt auf. Am 1.12. ist um 15 Uhr mit unserem Oberbürgermeister die Eröffnung. Und da wird ein riesen Stollen angeschnitten und im Prinzip in die Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit eingeläutet. Darauf könnt ihr euch freuen und momentan sind noch ganz viele Hände, ganz viele helfende Hände hier auf dem Weihnachtsmarkt und bereiten alles vor. Unser Bauhof der Stadt und das Grünamt, die Bäume schön zurechtschneiden und auch schmücken. Unsere Kultur, die alles mit Lichtern aushängt, die Stadtbeleuchtung, also Hausmeister, ja, alle sind sehr in Vorfreude. Und wenn man jetzt schon so langsam seinen Weg über den Weihnachtsmarkt geht, kann man auch schon Glühwein riechen und so ein bisschen die heimliche Wärme spüren. Und wir haben natürlich auch ein paar schöne Highlights für euch, für groß und klein, und die würde ich euch einfach mal zeigen. Kommt mit. So, erstes Highlight ist natürlich unsere Kulturbühne. Der Bauhof ist ja schon fleißig, dass es auch weihnachtlich aussieht. Hier sind natürlich die Highlights, musikalische Acts. Hier könnt ihr dann schön Glühwein trinken und hier oben drüber wird dann auch so ein bisschen was Warmlicht sein, also Heizstrahler, sodass man sich auch wohlfühlt und nicht erfriert. Guck mal, genau. Ein weiteres Highlight ist natürlich unser Märchenwald für die Kleinen. Hier können die Kleinen rumstromern und ins Hexenhaus gehen oder hier auf unseren neuen Weihnachtsmannschlitten mit Rentier ein Selfie-Point, damit auch der Nordhäuser Weihnachtsmarkt in Erinnerung bleibt und für die Familien, die vielleicht nicht da sind an dem Tag, später dann nochmal vorbeikommen. Also hier kann man fleißig Fotos machen und im Märchenwald verschiedene Geschichten lauschen, die bei Vorleseabenden danach vorgeführt werden. Das ist unser Weihnachtsbaum vom Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Eine Colorado-Tanne mit 10 Meter Höhe. Ein traumhaftes Stück. Und das ziert natürlich unser Weihnachtsmarkt traditionell. Ich habe jetzt hier mir auch schon einen Baum besorgt für unsere Stadtinformation. Den werden wir jetzt aufstellen und schmücken. Und ja, kommt gerne mal vorbei, informiert euch. Die Flyer sind jetzt mittlerweile auch da mit den Programmpunkten. Und wir haben auch schöne Weihnachtsboxen mit kleinen Präsenten. Falls euch noch was fehlt, eine Geschenkidee zu Heiligabend. Also kommt gerne vorbei und wir wünschen hier schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald!